Das neue Super Mario 3D World plus Bowser's Fury bringt nicht nur eins der besten Wii U-Spiele auf die Nintendo Switch, sondern beinhaltet gleich noch ein umfangreiches Bonusabenteuer. In Marios Open-World-Debüt bereist ihr den Schmusekatzensee samt seiner 12 großen Inseln, um den zornigen Bowser wieder zurück ins Meer zu befördern. Eure wichtigsten Hilfsmittel sind dabei die Katzeninsignien, die Mond- bzw. Stern-Variante von Bowser's Fury. Habt ihr genug davon pro Bereich gesammelt, könnt ihr als Giga-Katzen-Mario Bowser im Kampf entgegentreten und müsst nicht mehr abwarten, bis der pummelige Möchtegern-Godzilla von selbst verschwindet. Insgesamt 100 sammelbare Insignien verbergen sich mal mehr, mal weniger offensichtlich auf der relativ frei begehbaren Karte. Den Löwenanteil davon, nämlich 60 Stück, findet ihr auf den 12 großen Inseln, meist nach Abschluss kleiner Bonusaufgaben. 31 Medaillen sind im umliegenden Gewässer verstreut. 4 Stück findet ihr, wenn ihr nach dem Ende von Bowser's Fury je einen der Toad-Truppler findet und befreit. Die restlichen 5 schließlich findet ihr auf einer fliegenden Insel, die ebenfalls erst nach Abschluss des Spiels erscheint. In unserem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Insignien. Vorneweg ein paar Tipps zum entspannten Sammeln. Euer erstes Ziel auf jeder Insel sollte sein, die Insignie neben dem Leuchtturm aufzuheben. Oftmals könnt ihr davor schon einige der an Bonusaufgaben gekoppelten Medaillen einsacken. Viele davon werden jedoch erst aktiv, wenn ihr mit der ersten Insignie den Leuchtturm befeuert. Pro Insel müsst ihr zudem 5 Abzeichen finden, die sich dann zu einer Insignie verbinden. Diese sind häufig schon vor der Aktivierung des Leuchtturms zugänglich. Bewegt ihr euren Marker auf der Karte über das Ausrufezeichen-Symbol auf einer Insel, wird euch deren nächste Bonusaufgabe angezeigt. Diese seht ihr zudem auch in der Einblendung, die beim Betreten der Insel erscheint. Mit den nach und nach freigeschalteten Bonusaufgaben können sich Gegner und Levelarchitektur einer Insel ändern. Manchmal müsst ihr eine Insel verlassen und erneut betreten, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Die sogenannten Wutblöcke mit dem Bowser-Logo könnt ihr nur zerstören, solange sich Bowser auf der Karte befindet. Wartet, bis er seinen Feuerstrahl einsetzt, und versteckt euch dann hinter Wutblöcken oder hinter nahegelegener Deckung. Ihr könnt fast alle Insignien auch dann erhalten, wenn Bowser aktiv ist. Wollt ihr Bowser vorzeitig vertreiben, könnt ihr entweder eine Insignie einsammeln oder ins Hauptmenü zurückkehren und euren Spielstand neu laden. Die 3 Katzenrettungsaufgaben bei den Strand-, Ruinen- und Ödlandglocken werden erst freigeschaltet, wenn ihr den Großteil der Insignien im jeweiligen Bereich gesammelt habt. Die restlichen Insignien des Auftakteilands, des Toadtrupps, der Glücksinsel und einiger Plessi-Rennen könnt ihr erst nach dem Ende des Spiels einsammeln. Habt ihr das Spiel erstmals beendet, werden zudem alle noch nicht gesammelten Insignien auf der Karte markiert. We'll be right back.
Ha!
Hey!
Bow!
Thank you.
Excellent. Ha ha ha!
No!